Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automation Empire hier aus DGAME Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben hier jetzt schon eine Eisenproduktion in Betrieb genommen. Eine Kohleproduktion ist auch wunderschön in Betrieb hier an dieser Stelle. Und ja, der letzte, der kann immer irgendwie nicht so ganz so viel abgeben, aber das ist klar. Das nivelliert sich aber hoffentlich am Eingang durch. Und hier sehen wir aber auch schon, also die Grundkohle wird auf jeden Fall in Massen immer vorrätig bleiben. Und ja, läuft langsam voll dort der Tank. Hier müsste theoretisch das nicht ganz so schnell volllaufen, weil wir hier nur 3 Quellen haben und nicht 4, wie bei der Kohle. So, für die heutige Folge steht an, A, erstmal die Forschung wieder in Betrieb zu nehmen, damit wir an Forschungspunkte kommen, damit wir dann ein bisschen was noch erforschen können. B, möchte ich ganz gerne durchaus, Gott, oh Gott, noch 4 weitere Drohnen haben, was quasi dann dazu führt, dass wir einen Drohnenhangar bauen. Ja, mit Leertaste geht das hier alles wesentlich schneller. Ich werde es irgendwann komplett lernen, aber wie gesagt, gebt mir ein wenig Zeit, und dann habe ich das irgendwann auch in, wie sagt man immer so schön, ins Blut übernommen. Genau. Also dann ist das sozusagen in meine DNA mit überwachsen. Wir sehen hier, die LKWs habe ich jetzt schon mal etwas beschleunigt. Es sieht jetzt erstmal danach aus, als wenn genügend LKWs rauskommen würden für 4 Ladestationen. Da müssen wir mal gucken, ob das noch besser läuft. So, und wir haben keinen Tauchsieger gebaut, ne? Also das muss man auch dazu sagen. Also das mit dieser Schlangenlinie, was ich da mal hatte, wo ich dann gesagt habe, so, das finde ich ganz cool. Das haben wir erstmal noch nicht gebaut. Vielleicht kommt das noch, wenn wir dann hier, na gut, nee, wir wollen ja jetzt sowieso drauf gehen, dass wir die dann hier mit Dings beliefern können, mit den Cloud Trains. Und dann wird das sowieso hoffentlich gut funktionieren. So, was wollte ich jetzt noch? Hatte ich noch eine Idee im Kopf? Doch, hatte ich noch. Ich wollte die Forschung machen, ne? Das war jetzt quasi meine große Idee, die ich noch hatte. Dazu brauchen wir einen Tank. So, den brauchen wir mal. Wo gehen wir denn da hin? Muss hier oder muss gleich hier? Ach, wir lassen uns gleich hier absaugen. So, dann brauche ich einen Einsauger, ein Snüffelstück nach innen. So, der holt jetzt immer mal wieder die Kohle, die hier rumliegt. Die saugt er sich einfach mal ein und schnupft die weg. Zack, dann haben wir da eine leere Kiste. Die wird dann hoffentlich verschwinden. Und die nächsten leeren Kisten auch. Ne? Also jetzt nimmt der hoch, zack, die leere Kiste verschwindet. Und ja, also der wird jetzt hier erstmal quasi ein Drittel der Produktion von dem Teil und von diesem Kohlestrang werden wir jetzt erstmal hierhin entführen. Denn wir möchten ganz gerne Kohle quasi in die Forschung geben. Das heißt, wir brauchen ein Forschungszentrum. Das war hier. So, welches wir beliefern müssen oder können über einen Tank. So, dann nehmen wir hier einen Tank davor. So, das sieht ganz gut aus. Und dann, jetzt ist jetzt eins soweit. Naja gut, dann müssen wir hier so eine S-Kurve reinlegen. So, dann brauchen wir hier einen so. Dann brauche ich hier einen, der einsaugen kann. So, und dann brauche ich hier einen, der rausspucken kann. So, dann brauchen wir hier ein paar Gleise. Und dann müssen wir mal gucken, dass ich hier so eine S-Kurve hin nicht kriege. Jupp, passt. Dann brauchen wir eine Tür in dem ganzen Laden hier. Bauen wir mal eine Tür. So, zieht jetzt halt mal richtig Durchzug hier drin. Und dann lassen wir mal ein Kart immer hin und her fahren. Dass dann immer so quasi die Kohle, die hier drinnen liegt, dorthin bringt. Das geht hier in das Forschungszentrum. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Strömlinge hierher besorgen. So, so und so. Und dann wird hier drinnen Kohle verforscht. Das quasi ist ja dafür da, dass wir dann hier bei den Aufgaben hier quasi Eisen bzw. hier dann auch Kohle verforscht kriegen. Das heißt, wenn das Ding jetzt hier 20 Stück durchgeforscht hat, 20 Kohle verforscht hat und wir das claimen, dann steht hier 20 von 50. Gut, natürlich können wir das auch beim Eisenerz machen. Also beim Eisen, nicht beim Eisenerz. So, das könnte dann schon wieder ein bisschen. Nö, das geht auch so. Da brauchen wir auch ein Forschungszentrum für. So, das stellen wir dann ein bisschen so. Das muss ja hier in dem Rahmen bleiben. So, dahin. Dann brauchen wir ein Schnüffelstück. Ein Tank. Ein Einsauger. So. Jetzt kommen wir hier schon nicht mehr durch die Wand, ne? Das ist natürlich auch doof. Weiß ich nämlich nicht, ob ich jetzt hier. Komme ich hier noch rum?
dass ich hier rein kann. Ja, das könnte knapp was werden. Gucken wir mal. Wenn wir da eine Tür einbauen. Das ist keine Tür. Wenn wir eine Tür einbauen, müssten wir jetzt hier reinkommen. Jupp, kommen wir. So, dann brauche ich jetzt. Zieh ich mal durch bis da ran. Dann brauche ich dort einen Herausgeber oder erstmal einen Reinsauger. So. Tank. Tank. Und einen Herausgeber. So, der sollte dann hier quasi die Eisensachen, die hier hinten produziert werden, die relativ weniger sind, weil wahrscheinlich der Tank hier bevorzugt wird, wenn dann der Eisen ankommt. Also hier landet ja meist nichts drin. Aber wir haben schon ein bisschen Eisen drin. So, ein Kart enden wir mal da drauf. So. Habe ich hier den falschen gebaut? Nee. Ist ein Rauschbrucker, ne? Ja. Noch nicht genug drin. Jetzt macht ein bisschen was rein ins Kart. Dann kommt das hier an. Zack. Und dann geht das hier in die Forschung. Und dann müssen wir jetzt hier bloß noch quasi Strommast hinsetzen. Und dann forscht ihr hier mit Eisen, quasi mit produzierten Eisen. So, jetzt könnte man natürlich, wenn man nett wäre oder so, oder was heißt nett wäre, aber wenn man das ein bisschen beschleunigen möchte, dass hier ein bisschen mehr rumliegt, könnte man jetzt mit den Übergreifern hier quasi dafür sorgen, dass hier nochmal ein paar Kisten mehr ankommen, damit denn hier sozusagen der ganze Strang an Produktion hier hinkommt. Da müssen wir dann mal gucken, wie das dann sich mit den Sachen mit den Verhältnissen. Das können wir hier jetzt erstmal nicht machen. Dann hätten wir dann quasi den Ansauger hier auf der Seite machen können, was hier auch mit zwei weitermachen kann. Aber momentan läuft es ja hier mit der Forschung der Kohle ganz gut. Wir haben auch schon 19 Mal Kohle verforscht. Und hier haben wir auch schon 4-mal Eisen verforscht. Gut, also Forschung läuft wieder. Forschung läuft mit Kohle und mit Eisen. Und wir haben hier durchaus schon den Transport. Ja, ganz schön voll. Es geht natürlich noch besser, aber momentan, naja gut, sie saugen dort ein bisschen das Eisen jetzt ab. Wir finden auch LKWs dafür, wo sie es aufladen können. Er ist auch wieder instant voll dann. Gut, wie sieht es überhaupt aus mit unserer Fracht? Wir sind bis zu 4200 Kilogramm schon vorgedrungen. Das finde ich ist sehr gut und wir haben natürlich auch jede Menge Kohle gemacht. Wir sind mit 1 Million im Plus. Also das haben wir auch schon wesentlich besser im Griff gekriegt hier. Die ganze Angelegenheit, das heißt bei der Forschung sind wir eigentlich... Da sind wir durch und da sind wir durch. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich 25 mal Eisen und 25 mal Kohle geforscht haben und das geclaimed haben, dann können wir die Claw Truck Loader und den Crate Gate, da habe ich noch nicht verstanden, wozu ich das brauche. Use this device to block a claw train from passing through a giving stretch of track until it has either pick up or dropped off a specified threshold of crates. Also das scheint so ein Stopper zu sein, den man auf der Leitung legen kann. Damit dann... Ist das das, was ich immer will? Dass ich dann mehrere Krallen gleichzeitig nach unten gehen oder so? Ich weiß es nicht. Weiß nicht, ob das das ist, was ich da will. Egal, so. Also, wir haben hier 26, die klemmen wir jetzt nochmal rein. Dann haben wir nämlich schon mal das mit der Kohle auf jeden Fall erledigt. Nun ist aber der Forschungsdrang hier so groß, dass ich sie nicht anlocken kann, weil ich keine 150.000 Punkte habe. Und ich auch noch nicht das vorherige habe. Also ich muss hier erstmal auch 25 Eisen durchkriegen. Und natürlich hier 150.000 Forschungspunkte und da 150.000 Forschungspunkte. Das sind insgesamt 300.000 Forschungspunkte. Na gut, also rechnen kann er noch. Das geht. So, da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht eventuell dann doch etwas schneller noch forschen oder sowas. Wir werden sehen. So, wie sieht's hier aus? Naja, du hast immer mal wieder eine Kohle da. Das ist schon schön. Funktioniert auf jeden Fall. So, der Abtransport läuft auch. Haben wir denn noch mehr als 4200 schon geschafft? Oh, doch, wir schaffen jetzt mehr als 4200. Weil wenn die beiden jetzt da reinfahren, dann sind wir auf jeden Fall... Und hier der dritte, der kommt auch noch durch. Glaube ich, der kommt noch mindestens diesen Monat durch. Das sind 60 Kilo, nochmal 60 Kilo. Ich weiß nicht, was Eisen bringt. Kommen wir auf jeden Fall erstmal auf die 4200 wieder. Und das Eisen kommt oben drauf. Klicker dich mal durch. Zack, bringt Geld. Und wir haben weiterhin 60 Kilo. Okay, also auch jeweils 60 Kilo die Kisten. Gut.
Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt müssten wir theoretisch eigentlich woanders schon mal Rohstoffe abbauen, beziehungsweise Rohstoffe noch bekommen, die wir in den Handel geben. Da wird sich jetzt wahrscheinlich, sag ich mal, die Sache hier anbieten und hier noch einen dritten Produktionsstrang reinbauen. Dann kriegen wir aber nichts mehr abgesaugt. Das heißt, dazu ist die Fabrik eigentlich zu klein. Also werden wir ja dann erstmal durchforschen hier, damit wir da mehr Waren noch haben. Aber das kriege ich über meine zwei Straßen noch gar nicht mehr raus, glaube ich, so großartig. Da müssen wir wirklich mal gucken, ob wir dann hier nicht irgendwas haben, wo wir eine dritte Straße machen können. Das ist Öl, das können wir noch nicht. Was haben wir denn noch so Schönes alles? Wir könnten natürlich auch noch Forschung mit Golderz erstmal noch machen. Das heißt, Golderz erstmal forschen, beziehungsweise das Gold hier produzieren zu Gold, also zu Gold machen, veredeln und das alles in die Forschung geben und dann natürlich ziemlich schnell quasi da die Sachen durchgeforscht haben. Was brauchen wir denn? Warte mal, hier brauchen wir 25, brauchen wir 50, 50, ne? Das heißt, wenn wir 50 mal Eisen durchgeforscht haben und 500.000 Forschungspunkte hätten, könnten wir den Kombinierer schon mal machen. Das ist schon mal auch sehr gut eigentlich. Und dann können wir nämlich Stahl herstellen, beziehungsweise Sachen kombinieren, aber dann müssen wir auch die 6.000 Kilo zu kriegen. Das heißt, da brauchen wir wirklich noch mal ein bisschen mehr Produktion. So, dann claimen wir das mal hier, dann haben wir 100. Wir brauchen noch ein bisschen. Okay, also Forschung können wir ja da oben erstmal nicht machen. Dann müssen wir das Gold darunter transportieren, hier eine Fabrik mit Gold machen. Und dann hier nochmal eine Straße raus, da rein, wo dann das Gold quasi dran geht. Das geht auf jeden Fall, ne? Garten habe ich noch nicht, ne? Nee. Noch nicht unlocked. Aber dann habe ich hier dreimal Gold, was ich denn hier rein transportiere, hier in eine kleine Fabrik. Ja, das kriegen wir hin. Das werden wir jetzt machen. Wir werden dann erst die ersten Goldsachen bauen hier. Das heißt, ja, da brauchen wir hier nochmal eine Straße, so durch, zack, eine, können auch zwei Straßen bauen. Dann können wir hier noch durchaus drei von den Teilen quasi noch hier mitzugeben, dass noch ein bisschen mehr Kohle und ähnliches verteilt werden kann. Dann könnte man hier die Produktion noch pimpen. Aber alles mit Drohnen. Naja gut, ja, muss ja eh. Mit Drohnen muss ja eh ran. Also die Forschungspunkte brauchen wir eh erst noch. So, da sind 7, da sind 18 drin. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal keine 150.000 Forschungspunkte. Naja, dann könnten das ganze Gold denn hier. Die Forschung kriege ich nicht bis darüber, ne? Oh, wenn ich das wegreiße, wenn ich hier 50-50 habe von dem, quasi wenn wir den Kombinierer durchhaben, also das Material für den Kombinierer durchgeforscht haben, das sollte demnächst ja der Fall sein. Brauche ich dann noch irgendwo Eisen und Kohle? Ne, brauche ich dann nicht mehr. Hier brauche ich dann nämlich Gold. Dann können wir nämlich die 100 Gold in Angriff nehmen. Dann kann ich das nämlich hier abreißen. Ne, 20 haben wir jetzt. Ich brauche von Kohle brauche ich noch 24 und dann können wir das wirklich mit Gold machen. Und von dem brauche ich dann eben einmal diese 20 noch, wenn er dann hier durch ist. Und dann ist gut. So, das heißt also, ich könnte jetzt schon hier eigentlich. Na, transportiere es noch einmal. Jetzt saugt er nochmal was ein. Ja. Gut, dann werden wir den jetzt schon mal wegmachen hier. Den brauchen wir nicht mehr, den brauchen wir nicht mehr. Hol dir mal noch ein Paket ran. Dass du einmal das noch transportierst hier, die zwei. Ja, das setzt du da rüber. Ja, irgendwann kommt hier ja eins an. Na, er greift nicht zu, schade. Jetzt greift er aber zu. Zack. So, wenn der jetzt eingesaugt ist hier, dann machen wir den aus. So, das Ding ist leer. Dann können wir das hier alles demolischen. Dann brauchen wir das hier nämlich nicht mehr. Demolition Man. Seht ihr den Film? So. Gut. Dann kann der nämlich hier ganz in Ruhe jetzt die letzten paar Sachen durchforschen. Und hier haben wir jetzt auch 26 Stück. Ich glaube, ich brauche 30, ne? Irgend sowas hatte ich gesagt. Naja, dann lassen wir nochmal kurz zwei. Hat er noch? Einen hat er jetzt noch drin. Naja, gut, lassen wir ein bisschen was forschen. Und dann sind wir da durch. Und dann können wir nämlich wirklich die Forschung hier auf Gold umstellen. Und dann können wir nämlich jetzt wirklich hier ganz nah am Gold erstmal auch die kleine Fabrik dazu bauen. Ich weiß nicht, ob ich einen Krater was reinbauen kann. Kann ich da eigentlich was? Kann ich da Fabriken reinbauen? Cannot build hier. Okay, ich kann da nicht bauen. Also die Krater sind also sozusagen
auch so ein bisschen No-Go-Area, wo man nicht rankommt. Naja, gut. So, dann brauchen wir jetzt hier mal so ein bisschen, ach, das ist zu nah dran. Ein bisschen Fabrik. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3. Ja, es ist jetzt 8x8, das geht ja auch. So. Dann brauchen wir eine Tür hier auf der Seite. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall die Förderer. 1, 2, 3. So, dann brauchen wir Schienen, die denn da dran vorbeigehen, beziehungsweise hier reingehen. So. Da kommt das Schlüsselstück hin. Okay, dann brauchen wir den hier. Da dran. Um die Kurve komme ich da nicht. Nicht so. Komme ich da dran. Da ist die Frage, ob das jetzt dann zählt hier. Ich glaube, das zählt nämlich als Kurve. Das funktioniert dann nämlich nicht. Dann machen wir das so. Das sind drei Felder. Gut, dann machen wir das hier anders. Ist ja kein Problem. Können wir auch hier rumgehen. So. Ein bisschen gerade gehen, so fertig aus. So, dann Ausspucker. Ausspucker, Ausspucker. So, dann brauchen wir hier einen Einsauger-Apparillo. Einen Tank. Noch einen Tank. Einmal so quer rüber. Zack, zack. Dann brauchen wir hier. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinten in den Tank reinkriegen, aber das kriegen wir schon hin. Dann brauchen wir die Packer. 1, 2. Dann brauchen wir die Jungs hier. Hier. 5. 6. So. Wirklich denn 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Was ist denn soweit? So, dann brauchen wir hier einen Tank, der das quasi nach draußen gibt. Auf die Ecke kann ich nicht, also muss er hier hin. So, dann brauchen wir hier den Nüffelhort-Ding. Das ist in die falsche Richtung. So. Der muss das dann da einsaugen und dann müssen wir hinten ordentlich Forschungszentren dran bauen, damit das dann funktioniert, aber das kriegen wir ja hin. So. Dann brauchen wir hier den. Ne, den brauchen wir hier. Dann brauchen wir den hier. Okay, das Bild hier ist zu nah dran, ja? Ach, verdammt. Ist zu nah dran, okay. Wenn es so ist, dann ist es so, ne? Das da können wir ja nur auch nichts dran machen. So, dann brauchen wir hier den Vernichter. So, dann brauchen wir hier das Förderband. Quasi was von all den Öfen. Die Sachen daran transportiert. So. So. So, das geht. Das geht so lang. Das geht so lang. So lang und so lang. Hm. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich denn da ein zu viel gebaut. Weiß das einer? Keine Ahnung. Na gut, haben wir aber gemacht. Man kann uns nicht vorwurfen, dass wir nicht hochwütig werden. So, dann hier raus. Dann hier lang, dann da lang, dann hier raus. Hier lang und da lang. Und dann machen wir hier 1, 2, 1. 1, 2, 1. So, das sieht schon mal sehr gut aus. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht.
Dann haben wir hier jetzt quasi dann demnächst eine Goldproduktion, wenn wir denn hier den Strom hingelegt haben, und dann können wir hier hinten die Forschung anschließen. Das heißt, wir brauchen hier nochmal ganz kurz eine Verbindung. Hupsala, da brauchen wir erstmal ein Loch in der Wand, damit wir da Verbindung machen können überhaupt. Und dann forschen wir nämlich hier hinten schon fleißig mit Gold und kriegen ordentlich Forschungspunkte durchs Gold, weil das bringt uns ja, also die Forschung bringt nämlich so viel, wie das Marktwert hat. Das heißt, einmal Gold, wo ist es hier? Goldohr. Einmal Gold bringt 2100, ein bisschen was Forschungspunkte. Wobei nur einmal Eisen 1500, einmal Gold plus 1300 Forschungspunkte bringt. Das heißt also, das ist natürlich auch ein gar nicht mal so zu unterschätzender Effekt, der dabei auftritt, der ganz gut ist. So, okay. Das heißt, wir holen uns jetzt mal Strom hierher. So, warte mal, da müssen wir Strom auch nochmal in die Richtung legen hier. So, das geht schon mal ganz gut. Dann legen wir den Strom daran und dann geht es hier weiter. Ich hoffe, dass ich hier drüber komme über den Canyon. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Und ich hoffe, dass ich jetzt noch eine richtige Erinnerung habe, wo meine eigentliche Fabrik ist. Ja, ja, das passt. Ich muss ja quasi dahin. An dieses Stromnetz dort. Mit dran. So. Dann ist jetzt dort auch Strom connected. Das heißt, hier wird jetzt, können wir schon mal so die 10 Cards, die üblichen, draufsetzen, damit hier erstmal was funktioniert. Damit denn da erstmal Golderz abgeholt wird. Hier können wir ein Card für die Hin- und Herfahrt machen. Und dann machen wir jetzt hier einen Forschungsbaum auf. Wie war denn das? Das war ein Einer, ein Kessel, ein Dreier, ne? Ein Kessel, ein Dreier. Dann wieder ein Kessel. Huch! Der steht daneben. Kessel. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt die Forschungsbuchten bauen will, kann ich jetzt gerade nicht, weil ich die da oben erst abreißen muss. Beziehungsweise erstmal claimen muss und dann kann ich sie abreißen. Du hast noch was drin. Okay, dann werden wir jetzt hier erstmal. Da müssen wir nochmal warten, dass hier nochmal eine Kiste durchkommt. Wenn wir das abholen können und dann können wir den ausschalten. Gut. Zack, dann können wir den ausschalten. Und dann hat er das dahin transportiert. Dann kann der erstmal noch was machen. Dann claimen wir jetzt erstmal das hier. Reicht uns das denn überhaupt jetzt so beim Eisen, bei der Forschung? So, gucken wir mal, Kombinierer. Eisen haben wir genug. Und hier haben wir, ja, hier sind 60 Mal drin. Sehr schön. Ja, dann schmeißen wir die weg. Okay. Gut. Kein Problem. Schmeißen wir das weg. So, ja, du hast jetzt keinen Strom dort mehr, das ist mir vollkommen bewusst. So, gut, dann haben wir hier die Forschung weggerissen und dann werden wir hier die Forschung wieder neu aufbauen. Und hier werden wir dann fleißig mit Gold forschen erstmal. Ist denn hier schon ein bisschen was in Produktion? Ich sehe schon, ich habe dort ein schwerwiegendes Problem erschaffen. Wir müssen das nochmal ganz kurz wegreißen hier. Dann muss ich hier mal so eine Ecke davor bauen. So, der saugt das leer, dann verschwindet die Kiste. So, okay. So, hier kann erstmal ordentlich was reingelagert werden. Hier die. Oh, das ist ja schon ordentlich was. Das ist ja schon ordentlich was im Butter hier. So, heißt also jetzt Forschungsinstitut bauen. So, dann bauen wir hier eins davor. Was? Einen müssen wir Platz lassen, glaube ich, oder so. Oder zwei? Ich weiß es nicht mehr. So, dann machen wir hier den Einer. Kessel. Forschungszentrum, genau. In dem Abstand machen wir dann hier schon mal ein paar Stück hin. So. Das kostet alles, ich weiß, aber. Man gönnt sich ja sonst nichts. Aber wenn ich hier erstmal 8 Forschungen mit Gold in Gange helfe, dann geht das auch ruckzuck. Wir müssen alle einmal bloß durchgeforscht haben und dann haben wir hier genügend Gold erforscht quasi. Oder genügend mit Gold erforscht. Genau, Gold brauche ich 300 am Ende nachher irgendwo, ne? Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Kessel 1. Kessel 3. Ich glaube, die stehen zu weit weg hier. Jo, tun sie auch. Ja, da sind die nahe genug dran. Das ist jetzt auch ein bisschen viel gebaut. Im Übrigen, wenn man die X-Taste drückt, ne, dann hat man einmal
Auch das wieder, das ist jetzt natürlich auch fehlgebaut. So. Kesselchen. Kesselchen. So. Und dann brauchen wir jetzt noch die Forschungsinstitute hier wieder. So, Not können wir eins vor den Kopf noch stellen dort. Muss aber nicht sein. Theoretisch aber durchaus möglich. So, dann bauen wir jetzt hier immer noch das Stromnetz auf. Sieht ganz lustig aus. So, und dann gehen wir hier mit dem Stromnetz außen an der Fabrik entlang. Und dann sollten wir hier irgendwo auf den Strommast treffen, wo wir dann den Strom hinkriegen. Und schon gehen sämtliche Forschungen an. Und dann ist das hier, das ist überdimensioniert, glaube ich. Aber ich sage mal so, wenn ich hier alle einmal dann nehme, dann habe ich 160 mal Gold verforscht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich brauche hier auch Gold, ne? Oder? Nee, hier ist Liquid Gold. Liquid Gold. Hier ist Gold 50 drin. Wie viel Gold brauche ich denn? Theoretisch brauche ich 100 Gold. Da hätten jetzt 5 ausgereicht. Naja, gut, okay. Hat er schon was produziert hier? Der hat auch nichts drin, dann kommt der nochmal weg. Ist natürlich genau der Strom. Das ist genau der, der natürlich den Strom macht hier, aber gut. Wird zu machen, so. Der hat schon 3. Gut. Okay, dann lassen wir die alle durcharbeiten hier. Und ja, dann kann das hier ganz in Ruhe arbeiten. So wie es sein soll oder sein darf. Und kann hier ganz in Ruhe Gold schmelzen. Das vergessen wir jetzt erstmal kurzzeitig. Und kümmern uns dann in der nächsten Folge eventuell darum, dass wir genügend, wie viele Forschungspunkte habe ich denn schon? 200 und 23.000 reicht für eine Forschung aus von beiden. Aber halt nicht für die zweite. Also so vergessen können wir das noch gar nicht. Denn ich kann das nicht anloggen, weil ich das vorige noch nicht habe. Muss ich das erstmal anloggen und dann kann ich hier nochmal anloggen und dann können wir uns mal ganz in Ruhe durchgucken, was wir damit machen können. Oder ob wir es brauchen oder nicht, weiß ich nicht. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Das ist ein bisschen überdimensioniert hier. Ich weiß, aber Herrgott, warum denn nicht? So, ne? Später werden wir das einfach hier raustransportieren und dann muss hier hinten hin transportieren und dann, oder beziehungsweise dann werden wir das Golderz hierher transportieren, hier die Goldfabrik nochmal aufbauen. Also das fliegt dann nochmal weg hier. Das ist ja Blödsinn. Und dann haben wir hier noch mehr Gold, was wir da alles hintransportieren können. Dann können wir eine riesengroße Fabrik hier machen für den Goldabtransport. Oder später. So, ich mache ein Foto davon. Bis dann. Tschüss.